Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich hoffe, ihr habt Stifte und Papier dabei und wir können weitermachen. Wir haben jetzt schon Kapitel Markus Kapitel 10 bis Vers 31 gelesen und jetzt lesen wir 32. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voraus. Angst erfasste die Jünger und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Wir kommen langsam zu dem Punkt, wieso Jesus eigentlich gekommen ist. Und immer wenn er an diesen Punkt kommt, wo das krasse Event passieren wird, spricht er nicht mehr aus der Ich-Form, sondern er spricht vom Menschensohn. Er wird das tun. Damit meint er natürlich sich selber. Aber er geht natürlich auch noch auf Prophezeiungen ein. Er geht auf ein Bild ein, das ich auch schon so oft in den anderen Kapiteln angesprochen habe. Und Jesus spoilert hier, was in den nächsten Tagen passieren wird, wenn die nach Jerusalem ankommen werden. Und er wird verraten. Er wird verspottet, er wird angespuckt, er wird ausgepeitscht und er wird getötet. Aber nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Aber die Menschen, die ihn folgten und die Jünger auch, die haben es jetzt schon ein paar Mal gehört und sie fürchteten sich. Und sie sehen nicht das Gute darin. Aber wieso auch? Wie kann man etwas Gutes in dem Tod und Auspeitschen und Anspucken und verspottet werden, wie kann man etwas Gutes darin sehen? Aber wir sehen halt gerade die Situation, die hier passiert. Und dann geht es weiter mit 35 und da heißt es, da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir. Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat. Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft Unrecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll ein der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Crazy. Ja. Jakobus und Johannes kommen zu Jesus und wollen links und rechts auf dem Thron sitzen.
Aber Jesus sagt was Krasses. Jesus sagt was Krasses hier und er sagt, hey, ich kann nicht bestimmen, wer links und rechts. Das macht Gott. Damit meint er natürlich, das macht der Vater. Der Vater, das ist seine Aufgabe. Der Vater hat einen Plan. Aber was sagt er hier? Er sagt, der Vater wählt aus, wer letztendlich gerettet wird. Jesus, was macht er? Er ist gekommen, um die Menschen zu dienen. Der Sohn ist gekommen, um zu dienen. Und zwar wie? Indem er sein Blut hingibt. Für die Vergebung. Dafür ist der Sohn gekommen. Das ist die Aufgabe des Sohnes. Der Vater, der entscheidet. Der Sohn, der dient. Und er sagt hier auch, weil er sieht, dass Jakobus und Johannes gut dastehen wollen, besonders dastehen wollen, die Ersten sein wollen. Und dann sagt er nochmal, hey, ihr sollt demütig sein. Er sagt, ihr wisst, wie es hier auf dieser Erde ist. Auf der Erde ist es, wenn du ein Herrscher bist oder wenn du ein König bist oder sowas, dann unterdrückst du die Menschen und du siehst nur deinen eigenen Vorteil und möchtest selber ganz oben stehen. Aber bei euch sollte es so sein, wenn du anführen möchtest, dann sollst du dienen. Wenn du der Erste sein möchtest, dann sollst du wie ein Sklave sein, dann sollst du der Niedrigste sein. Und dann sagt er auch nochmal, denn selbst der Menschensohn, selbst Jesus selber, der Gott ist, der Gott in Fleisch ist, ist nicht gekommen, um über die Menschen zu herrschen und zu sagen, hey, ihr tut das und ihr tut das und ihr tut dies und ihr tut das. Nein, er ist gekommen, um den Menschen zu dienen, indem er sich selber opfert. Lesen wir den letzten Teil noch. Ab 46, da heißt es, so erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgten ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Und da riefen sie den blinden Mann, nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni ist eine ehrfurchtsvolle Anrede für Lehrer, sagte der blinde Mann. Ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinen Weg. Yes, wir sehen hier nochmal zum Schluss von Kapitel 10, dass Jesus wieder einen Menschen heilt. Aber wieso macht er das? Oder wieso ist dieser Mensch geheilt worden? Wir sehen hier, weil er Glaube hat. Er hört nur, dass Jesus kommt. Und er sagt, hey, wenn Jesus hier irgendwo in der Nähe ist, dann muss ich nur nach ihm rufen. Jesus kann mich heilen. Jesus kann mich heilen. Und das ist das, was Jesus immer sagt. Jesus sagt nicht, weil du nach mir gerufen hast, wirst du geheilt. Sondern weil du geglaubt hast. Durch dein Glauben wurdest du geheilt. Und das sage ich ja immer, wie wichtig das ist und wie wichtig Jesus das ist, wie wichtig es ist für alles in unserem Leben, dass der Glaube zählt. Der Glaube ist das, was uns rettet. Nicht das Halten von Gebote, nicht das Halten von irgendwelchen Gesetzen, nicht das in die Kirche gehen, nicht das Bibellesen, sondern im Ersten das, der Glaube. Der Glaube, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns gerettet hat und diese Annahme, unser Glaube. Das ist das, was uns rettet. Ja. Ich glaube, das war's für heute. Ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas weitergeben. Vergesst doch nicht, das Video zu
liken und meinen Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Alles das hilft, um YouTube zu sagen, hey, dieser Channel ist wichtig, wir müssen es mehr supporten und dann können noch mehr Menschen das Evangelium hören. Aber ihr seid frei, ihr könnt entscheiden, was ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, hoffentlich, wenn ich das hinbekomme. Und bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Wir haben jetzt hier noch die Playlist von allen Markus Evangelien Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und auf dieser Seite ist ein anderes cooles Video, was ihr euch gerne anschauen könnt.